Wenn du wissen möchtest, wie du mit einer Serviette eine langweilige Kerze verschönerst, dann bleib dran. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Dann legen wir los mit dem Material. Du benötigst eine einfarbige Kerze, dann Servietten und je nachdem, welche Variante du wählst, entweder Backpapier und einen Föhn oder aber Kerzenlack. Mein verwendetes Material findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Zuerst zeige ich dir die Variante mit dem Kerzenlack, denn ich persönlich finde diese einfacher umzusetzen. Wenn du eine weiße Kerze verwendest, ist der Effekt am schönsten, wenn der Hintergrund deiner Serviette auch weiß ist. Überlege dir, welchen Teil der Serviette du auf die Kerze übertragen möchtest und schneide diesen aus. Es reicht, das Ganze grob auszuschneiden, denn dadurch, dass eben der Hintergrund weiß ist, auf deiner Serviette siehst du das im Endeffekt auf der Kerze nicht mehr wirklich. Im nächsten Schritt ist ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt und zwar ziehst du die unteren Schichten der Serviette vorsichtig ab. Bei den meisten Servietten sind es zwei Schichten, die du abziehen kannst, die ohne Motiv sind, so dass zum Schluss nur noch eine Schicht ist mit dem Motiv und diese wirkt jetzt fast transparent. Und dann kommt auch schon der Kerzenlack zum Einsatz. Leg deine Kerze vor dich und platziere das Motiv so, wie du es nachher auf deiner Kerze haben möchtest. Dann schnappst du dir einen weichen Pinsel und deinen Kerzenlack und pinselst von innen, also vom mittleren Teil der Serviette, nach außen vorsichtig Kerzenlack drüber. Du kannst jetzt auch schon direkt sehen, wie sich die Serviette an die Kerze anschmiegt und wie der Teil, der vorher weiß war an der Serviette, transparent wird. Nach diesem Prinzip gehst du nun vor, bis die gesamte Serviette an der Kerze klebt. Was hier vielleicht noch wichtig zu bedenken ist, dass du mit deinem Pinsel weit genug nach außen streichst. Denn wenn du immer nur bis knapp über den Rand der Serviette mit dem Pinsel gehst, dann bilden sich dort dicke Tropfen vom Kerzenlack. Also schaue, nachdem die Serviette befestigt ist, nochmal, ob irgendwo dickere Tropfen sind und verstreiche diese nach außen hin zur Kerze. Variante 1 ist somit fertig und jetzt zeige ich dir, wie du das Ganze auch mit einem normalen Föhn machen kannst. In dieser Variante zeige ich dir jetzt auch, wie du eine Serviette großflächig aufbringen kannst. Ich verwende hier eine weiße Kerze, schöner wäre es jedoch, wenn die Farbe der Serviette, hier in dem Fall rot, zu der Kerze passt, also wenn ich eine rote Kerze nehmen würde. Lege die Kerze auf die Serviette und rolle die Serviette einmal herum, so dass du weißt, wie groß du diese zuschneiden musst, so dass sie die gesamte Kerze bedeckt. Schnapp dir dann deine Schere und schneide es zu. Ich würde dir hier empfehlen, lieber ein wenig zu groß als zu klein zu schneiden, denn nachträglich kannst du sonst auch noch etwas zurückkürzen. Wenn die Größe für die Serviette dann ungefähr stimmt, dann geht es wieder an den nächsten Schritt und zwar das Entfernen der unteren Schichten der Serviette. Und zwar wieder so viele, dass nur noch eine oberste Schicht mit Farbe übrig bleibt. Rolle jetzt die Kerze in die Serviette ein. Du würdest auch gleich vorgehen, wenn du bei dieser Variante nur ein Teilmotiv verwendest, also einfach auf die Kerze legen. Und dann rollst du die Kerze inklusive der Serviette in Backpapier ein. Und jetzt kommt auch schon der Haarföhn zum Einsatz. Stelle diesen auf warm und dann föhnst du deine Kerze rundherum bzw. dort, wo das Motiv der Serviette liegt. Für diesen Prozess brauchst du ein wenig Geduld, denn vom Prinzip her soll es jetzt so sein, dass dein Föhn das Wachs leicht anschmilzt und durch die Serviette von unten durchdringt. Das bedeutet, dass das leicht flüssige Wachs die Serviette einschließt, wenn es nachher wieder kalt wird. Du musst jedoch auch aufpassen, dass du nicht zu lange föhnst, denn wenn das Wachs zu weich wird, kann es sein, dass deine Kerze sich verformt. Dass du fertig bist, erkennst du daran, wenn du deine Kerze aus dem Backpapier herausholst und diese leicht glänzt. Du kannst auch vorsichtig auf die Serviette drauffassen, denn dann solltest du spüren, dass diese sich wachsig anfühlt. Und somit ist auch diese Variante, die Variante mit dem Haarföhn, fertig. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, welche Variante dir besser gefällt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.